Was hat das denn mit dem Datingverhalten jetzt zu tun, was ich angesprochen habe? Weil ich meine, ich bin jetzt vielleicht eine feminine Frau, die sich gerne stylt. Was ist feminin? Feminin ist für mich, es muss nicht unbedingt sein, dass man jetzt eine Tonne Schminke im Gesicht hat oder sich auch die Fingernägel machen lässt. Kann auch eine andere Form von feminin sein. Aber für mich gehört das einfach zum Frausein dazu. Und ich finde das Thema, was ich angesprochen habe, dass man vielleicht jemanden erstmal tiefer kennenlernt, bevor man von Bett zu Bett springt, hat jetzt nichts damit zu tun, ob ich gestylt bin oder nicht, ob ich jetzt meine Haare heute gemacht habe oder ob ich jetzt frisch gemachte Wimpern habe. Das, ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, ist die Einstellung der Männer. Gar nichts zu tun. Aber da geb ich dir recht. Aber die Signalwirkung ist jetzt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, wenn ich euch beide so sehe, eher heute Schema Giacomo. Natürlich hat er schon recht, der Marc, wenn er sagt, es geht hier um Signalwirkung. In der Tat, das ist recht sexualisierte, ja, Signalwirkung. Ja. Bei dir noch mehr als bei dir. Du zwar auch hier mit sinnlichen Lippen und so weiter, aber schon ein bisschen anders noch. Ja. Bei dir ist es natürlich, guck mal, sehr kurz, sehr, ja, hoch. Ja, ich provoziere halt auch gerne. Das ist halt auch Tatsache. Mir macht das halt auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Aber was suchst du denn für dich ganz genau? Was wäre denn so deine idealisierte Idee eines Mannes? Ein Sexgott. Naja, nicht unbedingt ein Sexgott, wobei schon, doch, ja. Er sollte schon, also er sollte schon abliefern können. Aber wann liefert ein Mann für deinen Geschmack ab? Aber das Problem ist, genau das ist es. Das Problem ist, ich hatte schon oft so Giacomo. Mich hast du nicht gehabt. Nee, aber so nein, dich habe ich nicht. Giacomo? Ja? Noch nicht, nein. So ein Typ, also vom Optischen wäre jetzt so voll meins. Ja? Und ja, das war dann halt nicht so wie erwartet. Also sind denn diese, sorry, wir müssen das jetzt nicht mal ein bisschen benutzen, gerade sei nicht sauer. So Typ Giacomo, ist das dann eher das, wo du sagst, das sind dann die totalen Sexgötter, die Bringer im Bett und dafür aber die Pflaumen am Tisch zum Reden? Eben nicht, eben nicht. Ich würde sagen, gerade die schönen Männer, so, da ist es oft so, ich hatte da so einen Fall, wo ich mir gedacht habe, okay, boah, der sieht so gut aus und Muskeln und breit und gebräunt und sexy und hübsch. Und dann war das am Ende so, der hat sich einfach nur hingelegt und das ging 5 Sekunden. Und, das klingt fad. Ja. Ja, ihr wisst ja was. Ich meine, ihr habt ja irgendwie, zumindest hört sich das so an, Erfahrung mit Frauen. Ihr habt eine Ahnung, wie es geht. Der eine auf die eine Art, der andere auf die andere Art. Vielleicht könnt ihr meinem nächsten Gast ein bisschen helfen. Der braucht echt ein bisschen Unterstützung. Da lübt es nämlich irgendwie nicht so richtig. Und es tut mir irgendwie total leid. Und ich kann nur hoffen, dass wir ihm heute gute Tipps mit an die Hand geben können, damit auch er bald ein echter Sexgott ist. Hier ist Sebastian! Hallo Sebastian. Wo bist du? Stell dich da hin. Du willst zu den Mädels, verstehe ich. Genau, wenn schon, denn schon. Du bist schlau. Klar. Sebastian, mit den Frauen ist es schwierig, oder? Ja, das stimmt wohl. Warum? Wenn ich das genau so wüsste. Einige sagen, ich bin immer zu nett, zu lieb. Aber was stellen die mit dir an? Gar nicht. Inwiefern meinst du das mit mir anstellen? Ja, was die Frauen mit dir anstellen, wenn sie dich kennenlernen. Wie läuft das so ab? Naja, oder was stellst du mit denen an? Naja, man unterhält sich halt immer so ein bisschen. Ich achte dann halt auf die Sachen, die sie sagen. Geh darauf ein. Bist einfühlsam? Jedenfalls habe ich den Eindruck, drücke ich es mal so aus. Ja, das finde ich voll gut. Ich auch. Ja. Mega. Hast du zwei. Danke. Und, aber irgendwie verpasse ich immer den Punkt von in der Beziehung, dann lande ich in einer Friendzone immer. Ah, okay, dann bist du der nette Typ, der, genau, der immer zuhört und dann erzählt man dir wahrscheinlich die Arschloch-Stories mit dem Ex-Freund, genau, der Scheiß gebaut hat. Genau, gibt immer noch Ratschläge oder Tipps, was man vielleicht machen könnte, um die Beziehung zu retten. Ja, oder man hat halt so einen kennengelernt und dann erzählt man dir davon. Genau. Ist das so ein typischer Schlachmann oder was? Ist das so? Das ist immer, das tut mir total leid, weil eigentlich hört sich das wahnsinnig nett an und sehr ansprechend, was du gerade sagst, Sebastian. Du siehst auch gut aus. Ich verstehe, du bist gut gebaut. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, was das Problem an der Kiste sein soll. Ja. Dann frage ich jetzt mal direkt in die 12 rein. Hast du denn Sex gehabt in den letzten Jahren? Ja, das ab und zu mal so ein One-Night-Set-mäßig oder sowas. Das hatte ich schon, aber hat sich danach auch schnell wieder verflüchtigt. Ja, also die sind dann mit dir einmal intim geworden und danach haben die Biege gemacht, ja? So in etwa, ja. Könnte das an den Qualitäten im Bett liegen bei dir? Das kann ich ja nicht sagen, deswegen man kriegt ja selten eine Rückmeldung. Aber wie feedbacken die denn? Sagen die was? Ich meine, man geht natürlich nicht. Ja, das Übliche sage ich ja, wir schreiben miteinander, haben nur ausgetauscht und das man schreibt dann und kommt nichts. Ja, sehr schlecht. Was glaubt ihr denn, was macht der falsch? Also kann man das, könnt ihr so aus männlicher Warte mir da ein bisschen helfen oder ihm da helfen? Ja, der bleibt einfach in dieser Friends-Schiene einfach nur. Aber ist das denn was Schlechtes? Ich meine, ist das was Schlechtes? Naja, die meisten Frauen wollen halt so eine Mischung haben. Ne? Man darf nicht zu nett sein, man muss auch ein bisschen frech sein, aber auf eine nette Art und Weise.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man überzeugt ist von dem, was man ist. Und das ist das auch, was ich meinte, so mit dem, das Äußere einer gesellschaftlichen Norm anzupassen. Sondern man ist ja immer ein Produkt, oder man selber ist das Produkt, was man verkaufen will. Mhm. Und man kann nur ein Produkt gut verkaufen, wenn man selber von dem Produkt überzeugt ist. Das war ja, sehr weise formuliert. Ja, das stimmt, ja. So, und das meine ich. Und wenn man sich von gesellschaftlichen oder von außen an einen herangetragenen Zwängen freigemacht hat und auch von sich selber überzeugt ist, dann kann man auch diese Überzeugung und diese Aura auf andere Personen übertragen. Und ich glaube, dass das Erfolgsrezept ist. Guck mal, wie wir hier alle stehen und andächtig lauschen. Ich muss dazu sagen, jeder verbindet mit dem Wort Sexgott irgendwie ein Stück weit auch was anderes. Also es gibt eben aber auch Menschen, die ganz klar sagen, also Sexgott ist überhaupt nicht das, was Frauen wirklich wollen. Frauen wollen eigentlich einen Frauenversteher haben. Und er sagt von sich selber, genau das sei er. Wir sind sehr gespannt. Hier ist er. Hier ist Walter! Ihr braucht nur eine. Sag mal, Walter, hast du deinen Fanclub mitgebracht, Walter? Die rasten alle total aus. Die Leute haben halt bei mir bei Traumfrau gesucht sehr viel gelernt. Nämlich das. Traumfrau gesucht, das heißt, du hast ja schon auch. Und gefunden. Für alle gesehen oder sichtbar im Fernsehen, viele Jahre eine Traumfrau gesucht. Das heißt, du weißt auch, was Frauen wollen. Bist du fündig geworden oder wie? Ich bin fündig geworden. Ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Wie schön. Mit einer Frau, die ich durch. Und kannst du, lieber Walter, der du ja eine etwas andere Haltung hast zum Thema Sexgott, ja, kannst du uns mal sagen, wie du dazu stehst? Wollen Frauen Sexgötter oder wollen die Frauenversteher? Die Frauen wollen zunächst mal einen Frauenversteher. Und genauso wie man beim Fußball, wenn man aufs Spielfeld geht, eine bestimmte Ausrüstung haben muss, so sollte man die als Mann auch haben und nicht hemdsärmelig daherkommen. Und warum zeigst du auf ihn? Du meinst mit einem Geschenk? Zunächst geht es mal darum, man muss immer kussfrisch sein, wenn man zu den Frauen geht. Ja, ja, das finde ich gut. Ja, also. Und dann, was sagst du? Also? Zweiter Punkt. Okay. Zähneputzen, ja? Zähneputzen ist auch gut. Zweiter Punkt, die Krawatte ist der Lippenstift des Mannes. Ah, ja? Okay. So. Und die Fliege? Die geht auch. Sehr schick. Er hat schon ein Kompliment zu mir. Seit wann ist das Und so? Dann wollen natürlich immer. Frauen immer gerne verwöhnt werden. Und das Ganze ist ja ein Spiel und es braucht eine gewisse Atmosphäre. Und diese Atmosphäre kann man also durch ein Geschenk erzeugen. Aber vorher führt man die Frau zum Italiener und da hat man den Hintergrund. Giacomo. Bringen Sie mal zu mir. Ja. Ich werde sie mir vor. Kein Problem. Du bist der Warm-Upper. Ich bin der Warm-Upper. Ich meine ins italienische Restaurant, wo man einen Tisch in der hinteren Ecke reserviert hat. Giacomo bedient. Wo man den Luigi gebeten hat, die 2 anderen Tische freizulassen, weil alle Leute immer gerne mithören. Und wo man, sagt, Luigi, bitte, wenn ich da sitze, ich will keine 20 Minuten auf den Prosecco warten, ja? Und mach bitte der Frau ein Kompliment. Aber sag bitte nicht, Walter, du kommst immer mit so schönen Frauen, weil dieses immer kann alles kaputt machen. Ja, absolut. Aber warum, ja. Aber warum willst du nicht 20 Minuten auf den Prosecco warten? Das ist doch eine gute Gelegenheit, schon mal ein Gespräch anzufangen. Weil man am Anfang oft ein bisschen einen trockenen Mund hat. Ja? Vor Aufregung. Und über den Prosecco, da kann man dann kommen, lass uns anstoßen und so, ja? Also muss man die Frau sich erst schön trinken? Oder die Frau muss einen erst schön also trinken? Man trinkt, oder umgekehrt? Also mehrere Punkte. Man kann die Frau damit schön trinken, man kann die Zunge damit lockern. Also ja, aber Alkohol ist ein ganz schwieriges Thema. Ne? Weil Alkohol ist ein ganz schmaler Grat zwischen Wollust und Schlafkoma. Mhm. Oder abwehren. Also ich wäre mit Alkohol sehr vorsichtig. Absolut. Ist eh... Wir wollen Alkohol direkt einordnen, natürlich alles nur in Maßen. Aber du willst sagen, du willst atmosphärisch. Weißt du, was ich dann sage? Ich hoffe, dass es bei uns im Date nicht nur im Glas prickelt. Ja? Oh Gott. Oh. Aber das wäre mir zu progressiv, glaube ich. Da sind wir eigentlich eher wieder bei dir, weil das könnte auch von dir ein Satz sein, weil damit ist gleich geklärt, worum es geht. Also es geht direkt, wenn es prickelt, dann... Es prickelt auch in meinem Bauchnabel. Nachher? Der Prosecco. Ja. Sag mal, darf ich jetzt mal fragen, was du da mitgebracht hast? Walters, surprise, ja. I have a surprise. Also, zunächst mal wollte ich noch sagen, also natürlich, man sollte immer nicht
fusselig rumlaufen, wenn man zu einer Frau geht. Es muss eine gewisse Ästhetik auch beim Mann haben. Ja? Du rennst auf eine Tür. Frisch rasiert. Ja, ja. Gut, alles gut. Frisch, gut frisiert. Ja. Und das sollte schon alles stimmen. Die Frauen machen sich ja auch hübsch für uns. Ja. Also das heißt, also ob frisch rasiert oder ob ein Drei-Tage-Bart oder ein langer Bart, das ist ja jetzt eine Geschmackssache. Ja. Grundsätzlich meinst du, eine Grundästhetik muss da sein. Dann habe ich auch immer ein kleines Präsent dabei. Ah. Das ist mega. Und da kann man dann... Da kann man natürlich dann sagen, schau mal, darf ich so was Schönes dir an deinen Hals hängen? Oh mein Gott, da fehlt ja was. Da fehlt ja was. Da fehlt ja was. Ja, ja. Heute bin ich ganz, ganz pur. Heute habe ich mal nichts um. Oder solche Kleinigkeiten wie, das ist für deinen Kleiderschrank. Das ist Mottenzeug. Nein, nein. Da wäre ich total beleidigt. Lavendel, oder? Das ist... Das ist Lavendel. Ja. Das riecht fantastisch. Ich weiß, ich habe Lavendel bei mir ganz viel im Garten, aber ich weiß, dass man es auch dahin packt, damit die Motten endlich. Das ist ein Herzchen. Aber es ist auch irgendwie kitschig, ne? Nein. Hast du auch Schmetterlinge im Bauch? Ja? Aber das, Guck mal, was der hier alles raus. Da kann man spielen, weißt du? Aber da hätte ich tatsächlich, also es ist irgendwie ganz putzig, aber ich befürchte, ich würde, wenn es mir wirklich so passieren würde, dass jemand mit so einer Kiste kommt und das alles rauszieht, dann würde ich, glaube ich, laufen. Da ist ja nicht alles. Aber die ist so aber, also ich finde irgendwie jetzt zum ersten Date ein bisschen sehr aufgetragen, wenn man sowas bringt. Ich weiß ja nicht, wie es mir geht. Hier habe ich schon gehört, das ich finde, es ist so ein bisschen so, wie wenn meine Oma was zu Nikolaus zusammensteckt, sozusagen. So hier ein bisschen gegen die Motten und hier einmal so... Mhm. Weiß ich da sind auch Sachen, die weiß ich nicht. Also schenkt er vielleicht mal eine Rose oder so, aber nicht hier. Darf ich auch noch mal reingucken? Ja. Ja, ich würde sagen, vielleicht eher Sachen. Eine Sache, die vielleicht. So, einfach eine Rose. Schau mal. Schau mal. Cool, hier. Okay. Danke. Wow, jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt wird es spannend. Strapse! Ja. Walter, du siehst aus, als würdest du rot werden. Ist das fürs erste Date? Für dich jetzt oder für die Frau? Walter! Frau? Oder, ist das alles fürs erste Date? Darf ich irgendwas fragen, Walter? Ist das jetzt, machst du es lustig oder würdest du sowas wirklich zu einem ersten Date mitbringen? Weil beim ersten Date nicht, aber... Beim zweiten. Ah, okay. Beim zweiten oder dritten Date... Man kann dann auch austesten, ob die Frau sowas eben gerne anzieht. Das ist für mich eher noch. Ey, wenn mir ein Typ beim zweiten oder dritten Date Straps unter die Nase halten würde, dann würde ich durchdrehen. Ja, ich glaube. Ich weiß nicht. Weil das geht natürlich schon super progressiv in die klare Anweisung. Komm, jetzt lass mal rangehen. Da hätte ich das Gefühl, das, was es braucht, damit sexy wird, fehlt in dem Moment. Weil das ist wie so eine Ansage, bitte jetzt anziehen, hinlegen, fertig machen. Das weiß ich nicht. So ist es nicht gemeint. Wir haben natürlich noch etwas anderes. Das ist eine gute Seife. Ach du Scheiße. Italien. Ja. Warum? Ich habe natürlich noch was anderes. Ich habe sogenannte Kussherzchen dabei. Die erzeugen im Mund, der Zucker verteilt sich. Und dann? Dann hast du ganz große Lust zum Küssen. Ah, verstehst ich esse mal lieber keine, weil sonst passieren dir noch schlimme Dinge. Das Na gut, also, das merken wir wohl. Aber ich habe kurz eine Frage. Hast du bei deiner Frau, die du kennengelernt hast, auch die Sachen mitgebracht? Nicht unbedingt das. Aber? Aber andere Sachen. Aber auch so eine Tüte. Ja. Mit deinem Foto. Ja. Giacomo? Ich habe ihr sogar ein Pretty Woman Kleid geschickt und das trägt sie heute noch. Wow! Was ist denn ein Pretty Woman Kleid? Ein Pretty Woman Kleid ist ein braunes Kleid mit lauter kleinen schwarzen Ringen drauf, so wie in dem Film Pretty Woman. Also, however, du bist seit 4 Jahren glücklich verheiratet. Also, was du da für Knöpfchen gedrückt hast, es scheint für deine Frau die richtigen gewesen zu sein. Das freut uns am Ende natürlich einfach sehr. Danke. Und es war auf jeden Fall sehr heiter, in deine Schatzkiste reinzugucken. Und weißt du was? Ich gebe dir jetzt mal hier rüber. Vielleicht klappt es dann zukünftig so ein bisschen. Bei der Seife wäre ich zugegebenermaßen direkt verunsichert, ob ich vielleicht nicht wohlriechend dufte, wenn mir jemand direkt eine Seife bei einem Date geben würde. Ich will meinen nächsten Gast oder heute meinen letzten Gast auch noch dazu holen. Und eins ist ganz klar, er ist ein Sexgott. Das ist so und das weiß er. Und da gibt es auch überhaupt keine Diskussion. Und warum das so ist, soll er uns am besten selbst erklären. Herzlich willkommen, hier ist Adele. Hi. Hey. Adele, willst du über dich sagen, du bist ein Sexgott? Ja, na klar. Ja.
Warum? Ich habe meinen Spaß. Und was macht ein Sexgott denn aus? Sexgott weiß, wie man mit den Frauen umgeht, ne? Und wie geht man mit den Frauen um? Man muss genau die richtigen Knöpfe drücken. Und welche Knöpfe? Das wollen wir jetzt nicht detailliert. Doch, doch, genau das wollen wir. Genau das. Wer A sagt, muss auch B sagen. Erzähl mal. Genau das wollen wir. Die richtigen Knöpfe wollen wir wissen. Also man muss wissen, wie man mit der Frau umgeht. Mhm. Es gibt Männer zum Beispiel, die für 2 Minuten, dann schmeißen die Frau weg und denken sich, egal, alles klar, schön und gut. Okay, so, und das ist für dich so nicht? Du sagst nee, also, nee, ich muss die auch schon verwöhnen halt. Verwöhnen und du genau. musst auf sie eingehen. Also, genau. Und das meinst du aber ja jetzt, weil du ja direkt auf die Körperebene gegangen bist, genau. Körperlich. Aber was ist mit hier und hier? Ja, muss sie auch schon haben, ne? Aber ist nicht so ganz wichtig. Was? Bitte? Wie? Sie ist nicht so wichtig. Wie ist nicht so wichtig? Für wen? Nee, Moment, Moment, warte, stopp! Für mich ist nicht wichtig. Ob sie, was warum soll ich schlau sein, wenn die gut im Bett ist? Worüber willst du dich auch unterhalten, ne? Ich unterhalte mich ja, wir haben ja unseren Spaß. Ja? Machst du das? Gehst du dann in der Disco zu einer Frau hin, sagst du, willst du ficken? Nee, ich schicke einen Kollegen, der klärt das für mich und die kommt also zu mir. Also der Kollege sagt, nee, mein Kollege, der hat ein bisschen Not und kannst ihm helfen. Ich schicke einen Kollegen. Oder hier hast du einen Huni. Ja, Traumi. Bislang bist du total auf dieser Körper-Sex-Ebene, aber dazu gehört ja schon irgendwie mehr. Eine Frau kennenzulernen, sie für dich zu begeistern, weil die wenigsten Frauen, würde ich vermuten, ja, gehen ja direkt ist, einfach so mit. Das oder? Problem ist bei den Frauen, wenn du dir zu viel Liebe zeigst, dann hat die irgendwie kein Interesse mehr. Dann lässt sie sich einfach an der Seite sitzen, weil die sieht, du liebst sie zu sehr und du gibst ihr zu viel Liebe. Und dann schmeißt sie dich weg deswegen. Wollen Frauen schlecht behandelt werden? Genau. Aha. Aber die Frau, es ist so. Dann bist du ja gar nicht so der Playboy, dann hast du einfach nur Angst. Ich habe keine Angst. Ja, natürlich, dann ist es ja eine Schutzreflexion von dir, wenn du einfach dir denkst, okay, ich muss jetzt scheiße sein, weil sonst ist sie ja scheiße zu mir. Das ist ja total der Kindergarten. Ja, ich habe gar keine Angst. Also ich habe die Feststellung gemacht, dass der sexuelle Akt eigentlich an sich viel befriedigender ist, wenn Liebe im Spiel ist. Ja. Ich nicht. Ja? Naja, ja. aber du hast doch gerade gesagt, wenn du jetzt nicht ein Arschloch bist in dem Sinne, dann langweilt sie sich ja. Dann machst du es ja, damit die Frau sich nicht langweilt, oder? Das hast du ja gerade gesagt. Ich muss ja Action bieten, oder ich gehe ja nicht ja, dahin aber die, ja, aber dann und mach, ja ey, Schatzi, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, oh, süß, dann machst du das schön, machst du das. Aber das ist natürlich jetzt ganz interessant, also weil das klingt ja gar nicht so nach Sexgott. Das klingt irgendwie so mehr nach Verschleiß und nach Abarbeiten. Nein. Ja, wie so ein Mechaniker halt. Wie so ein Mechaniker. Also, ja. Der Sperminator. Rohre verlegen. Eieiei. Dass es viele Wege gibt, die nach Rom führen, das haben wir heute auch verstanden. Also, ich glaube, es ist unterm Strich wirklich so. Es gibt Frauen, die springen total darauf an, wenn jemand einfach nur wahnsinnig gut aussieht, 3 coole Sprüche hat und einfach sagt, komm, tschakka, tschakka, so. Das kann gehen. Ich glaube, langfristig wird es dann schnell mal ein bisschen dünner, die Luft irgendwie. Aber möglicherweise auch nicht. Ich weiß nicht, jeder muss für sich selber am Ende beantworten können, wann ist jemand wirklich ein Sexgott. Ihr sagt alle von euch auf die eine oder andere Art, ihr seid Sexgötter. Ich freue mich für euch, finde ich cool. Danke. Und dich kriegen wir schon noch dazu, mein Freund. Also, eins kann ich sagen, Sexgott hin oder her, ihr wart tolle Gäste, es war so schön, hat Spaß gemacht heute. Ich sag tschüss.